Was drauf geschießt, dann holen wir sicher den Haberer. Dann holen wir sicher den Haberer. Weil vielleicht muss ich auch den jeweiligen Gegner. Na, stimmt auch nicht. Oh, müsste ich nicht jedes Mal den gleichen Gegner nochmal schocken, sondern ich muss ihn im Schockzustand mehrmals dann nochmal schocken, quasi. Auf gut Deutsch. Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung. Nur ein dreckiges Propagandablatt. Zumindest, dass es so passt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. na, neugierig? Nur ich hab gedacht, meine Lache ist schon scheiße. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Achso, meine Reaktion. Oh, was? Nein, doch. Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Den kennen wir jetzt schon und mittlerweile wie zu sieht's gut. Diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Dann, hier. Ja, das ist mit zu der Haberer. Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich nee, versuche mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Indem du hier nicht bist, kannst du nie mehr schreiben, gell? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Passt, na gut. Wird man, glaube ich, eh sogar schon anzeigen, gell? Ja, fix. Wird man schon anzeigen. Passt, perfekt. Bin gespannt, aber trotzdem wegen einem Schnittzähler. Auf das bin ich extrem gespannt, was dabei wieder rauskommt. Ui. Ich hoffe, was Gescheites. Ich hoffe, was richtig, richtig Gutes. Damit man sagen kann, okay, passt, das hat sich ausgezahlt. Das wäre schon ein Hit. Das wäre schon ein Hit. Das ist dann nur mit einem Weg zu den Geistern. Wie schaut's aus? Uns geht's eh gut. Also, das hätte ich kurz gesagt gehabt, machen wir einen kleinen Abstecher zum Bangle. Wäre nicht schlecht. Oh, schon wieder die Dinger. Oh, ey. Ja, obwohl ich kann ja eigentlich jetzt schon quasi die Waffe wechseln bei Barrett. Es wäre definitiv nicht schlecht. Jetzt sieht das aus? No, holbert geht sich aus, holbert. Holbert Angriff. Ist der Epoch da auf? Das wird schon wie Haberer. Aber. Ja, fix, Alter. Bist in Arsch da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir gefickt? Bist der Epoch? Jetzt unbedingt Wechsel machen. Unbedingt, das habe ich vorher vergessen. Die Waffe, die ist für den Arsch. Die ist richtig für den Arsch. Okay, das ist ja wieder auch die ganzen anderen Fähigkeiten. Aber das hat man schon taugt gehabt. Die Waffe hat man relativ taugt. Auch mit Geschicklichkeitsbonus, mit Niederstrecken. Das ist ein Dauer TP eines Gefährten heilen, begrenzt auf einmal während des Effekts. Auch oh, nicht schlecht. Gegner schocken. Oh, da würde ich sogar schon fast sagen, Gegner schocken wäre nicht schlecht. Dann gehen wir mal ganz kurz bei ihr. Stört mich ehrlich gesagt, sie ist dann mehr auf Magie getrimmt. Bist deppert, das ist ein ordentlicher Unterschied. Haberer, bist du deppert. Aha. Was hast du denn da noch so viele Unterschiede? Nimm mal das. Bist du deppert? Bist du deppert? Ja, von Glück und alles da man dran schön und gut, aber puh, ordentlicher Unterschied. Dann zeig mal hier, Haberer. Zeig mal hier. Das wäre jetzt eh auch die mit dem Gegner shoppen und das Ganze. Ja, da haben wir eh sowieso noch urviel offen. Ja, genau. Gehen wir sie wieder austoben bis zum Gehnimmer. Ja, perfekt. Mit dem Materia-Slot bin ich definitiv gleich mal zufrieden. Aber ich hab nur. Ja, machen wir. Also ist schon freigeschalten. Passt. TP-Boost lasse ich, MP-Boost lasse ich. Feuerstoß nutze ich relativ sehr, sehr gern. Dementsprechend perfekt. Dann schauen wir da mal wieder. Oh, wieder zusätzlich. Weil dann haben wir wenigstens 4 Haberer am Start. Dann haben wir wenigstens so ein 4er-Ding. Physische Attacken, Pipi-Fahren. Magische Attacken. Er ist dann doch relativ auch so ein bisschen für mich ab und zu dann doch ein bisschen mehr Mischmasch und ein bisschen mehr TP, ja. Rest lasse ich sicherheitshalber stehen.
Für die nächste Stufe. Mhm. Gegner schocken. Gegner schocken ist immer nicht schlecht. Steppe, die hat da sogar 5. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist dann doch irgendwie so ein bisschen mehr ausgeglichener. Und die hat dann allgemein mehr Power. Die hat allgemein einfach nur ein bisschen mehr Bums. Ein bisschen Bums hat die alte dann. Ein bisschen mehr. Das taugt man. Oh, ATP-Aufladung. Ja, safe. Safe 100%. Wieso nicht? Probieren wir das einmal aus. 10% sind 10%. Das ist schon sehr viel auf Dauer. Das ist schon sehr, sehr viel auf Dauer. Lass ich das einmal so stehen. Was sonst? Cloud, du bist eh schon bald nächste Waffenstufe. Dementsprechend warte ich mit die WP. Let's go. Und dann ganz gut schauen, wie wir am besten gehen. Ja, einmal die kleine Runde da und tschüss, Papa. Oh, das kann was werden. Ich bin gespannt, oder? Der Racheengel, oder? Der wird uns ficken, oder? Das war's jetzt schon. Er wird uns geben. Der wird uns kalt warm geben, der Haberer. Er wird uns kalt warm geben. Ja, und. Ich bin bereit. Bam, 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 bam. Verschwende. Gesessen, oder? Der hat gesessen, der Angriff. Leider ist er halt trotzdem vergiftet worden. Das hat mir ein bisschen gestört gehabt. Dass er währenddessen vergiftet worden ist, aber passt. Oh, das war, glaube ich, jetzt falsch, gell? Ja, ja, das war definitiv falsch. Ey, wo haben wir schon da gehabt? Da war das jetzt eine Mokri-Station. Also eine Chocobo-Station. Ach du Scheiße. Hat jetzt fast so ausgeschaut wegen einem Roten und das Ganze. Ich bin gespannt. Na hallöchen, Rache, Engel! War eh klar, dass das du bist. Okay. Hey Söldner! Was ist das? Bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Ja, Rache. Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber... ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht es eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Gute Ausrede, Dini. Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Ich hab so das Gefühl, die macht es mit Absicht, dass wir da hin und her rennen. Das definitiv. Einfach Waffe übernehmen, hast eh die Dinge, gell? Ja, 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 eh die Dinge übernommen. Passt, 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 passt. Weil eh jetzt das. Ja, ja, voll, voll, voll. Mich hat's jetzt so gewundert gehabt wegen die 23 WP. Habe ich da jetzt einen falschen ausgerüstet? Falsche Waffe? Kann das sein? Na, ich wollte lieber auf Schocken. Ich wollte lieber auf Schocken rübergehen. Ja, das war mein Fehler. Und da, das haben wir gewechselt. Da habt ihr bitte tief haben wir das gewechselt. Ei. Ei, Digi, ei. Was ist das? Ein Hinweis. Ah.
Weißt du, nur damit du so ungefähr Bescheid weißt. Weißt du was? Ich frag nochmal sicherheit. Hier sind keine Wertsachen versteckt. Ich soll mit der einen Tante da reden. Interessant, welche Tante nochmal? Mit geringelten Warte kurz, die. Nee, oder? Nein. Die, was immer mit den Kindern zu tun hat, kann das sein? Oder? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich gerade irgendwie nicht. Das ist die Easy. Aber kann man ja mal versuchen, hätte ich gesagt. Der gibt gar nicht. Bam, 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 bam. Würde ich mal sagen, machen wir impulsiv, damit der schnell reinschießt. Ja, würde ich auch sagen. Fickerei, Alter, Fickerei. Oh, Barrett ist auch gestiegen. Barbermäßig. Finde ich wieder interessant. Das ärgert mich, dass immer diese Dinger da so angezeigt werden. So penetrant. Ah, die Tante. Die Tante müssen wir besuchen. Achso. Ich habe nur verstanden, eingeringelte Hoher oder irgendwas. Das habe ich nicht. Das kann ich noch immer nicht öffnen. Wird wahrscheinlich aber auch zu dem Schlüssel dazugehören, gell? Ja, fix. Allein schon, ich könnte mir da relativ gut das eine oder andere Geile vorstellen. Da könnte ich mir echt was Gutes dabei vorstellen. Au. Los, kleine Fische. Schon wieder die Dinger. schon wieder. Würde ich auch sagen. Viehwerner. Du machst es schon, Barry. Du machst es schon. Steff hat lauter kritische Hasen. Mit langer Schwein Nasen des Drachen. Weißt was? Ich würde sagen, maximale Wut. Schmeckt die. Doppelte maximale Wut. Schmeckt einfach am besten. Maximale Wut. Schmeckt halt einfach. Digga. Ich bin gespannt, ob ich die alles sehe. Das bin ich echt gespannt. Weil das die Karten der Mauer mitgenommen, das ist überhaupt kein Thema. Wir waren eh brav. Soll mir ja auch nochmal Bescheid geben? Sicher. Wer weiß. Ich muss den Racheengel der Slums um jeden Preis finden. Mhm. Du hast ihn eh schon längst gefunden, aber ich will ja nichts sagen. Ich glaube, sie stellen sich alle ein bisschen deppert da, als wir sind. Stellen sie alle ein bisschen deppert da. So, ist halt jetzt wieder die Frage, wo ist sie? Weißt du, was ich meine? Vielleicht eher die Frage, ob ich sie finde oder nicht. Es kann auch sein, dass sie einfach schon in der nächsten Stadt ist. Nein, das ist dann schon wieder die nächste Mission. Geht's noch da ein Stückchen? Ob man die doch noch vielleicht irgendwo da ein bisschen finden könnte, wäre schon super. Ich glaub's aber nicht, gell? Mich würde sehr interessieren, wo diese alte sein soll. Das würde mich mehr interessieren, weil ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass sie irgendwo hier sein müsste, weil wir haben sie hier das letzte Mal gesehen gehabt. Hier stehen haben wir sie das letzte Mal gesehen. Also ich rechne auch irgendwie damit, dass es auch hier irgendwo diese Tante geben könnte, die was mit uns reden müsste. Normalerweise tun sie es eh ein bisschen einfach halten, immer einfach herzeigen, dort muss hier. Aber dieses Mal habe ich mich dann ein bisschen verliert. Jetzt ist die Frage, wo die Tante sein könnte. Ihr könnt auch schon in der anderen Siedlung raus sein, weißt du, was ich meine? Muss ja nichts hassen, ob die da ist. Oh, die Kinder sind so wieder da. Gestellt, oder? Vielen Dank dafür. Bahnhof ich Bahnhof könnt muss mich etwas schauen. Mehr zusammenreißen. Fix. Sonst lachen die Kinder noch über mich. Dass sie quasi
unbedingt zum Bahnhof musste, weil sie braucht schon wieder was für ihre Gerüchte. Sagen wir es mal so. Dass da vielleicht irgendwas weitergeht. Aber gesehen hätte ich sie nicht. Ich könnte in einen Weg da noch gehen. Ja, fix. Dass man da sie vielleicht noch mal sehen könnte, aber ich finde halt einfach mal wieder diese Markierung scheiße. Ich meine, mir taugt das nicht. Dann lass mich wenigstens suchen, weil ich habe immer so dieses Gefühl, wenn ich jetzt diese Markierung da die ganze Zeit auf der Karte sehe, habe ich dezente Angst, dass ich sie, dass ich vielleicht unbedingt nochmal zurückgehen muss, unbedingt nochmal zu ihr gehen muss. Und mit ihr reden muss, aber es bringt sie nichts. Er redet schon wieder. Der ist nur am Rehren, habe ich das Gefühl. Der ist nur am Rehren, der Haverer. Nur. Bahnhof kann sie aber auch nicht sein, weil es wäre auch irgendwie relativ logisch, meiner Meinung nach, dass sie beim Bahnhof irgendwie sein könnte, dass sie wartet wieder auf ihren Zug, dass sie unbedingt wieder zurück müsste. Das hätte ich mir halt doch gehabt. Oh, ja, fix. Nutzen wir das gleich aus, hätte ich gesagt. Könnten sich halt natürlich den ein oder anderen Bereich auch noch anschauen. Wir könnten sogar noch in den anderen Bezirk auch noch vorbeischauen. Könnten wir auch machen. Das ist jetzt halt einfach nur eine depperte Sucherei. Aber wir kriegen die 5000 Schritte zusammen. Also irgendwas hat es dann doch was Gutes, oder? irgendwas Gutes hat es ja. Gibt es noch einen Weg? Denke mal. Wenn man gerade durchkommt, es kann nicht sein, dass es da noch einen Weg gibt. Geil, Schwertsturm. Ich bin wurscht. Ich bin wurscht daheim. Du bist definitiv in wurscht daheim. Und tschüss. Ah, mit der Stufe anstieg. Schmeckt. Stufenaufstiege sind immer was Gutes. Oh, ich hab mir gedacht, das geht sich aus. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich hätte schwören können, es geht sich aus. Schade. Schauen wir mal da entlang. Wenn ich halt einfach nur ein kleines Training habe, habe ich halt einfach ein kleines Training. Stört mir auch nicht. Hauptsache, ich habe jedes Fleck untersucht. Das ist mir wichtig. Könnte man aber auch relativ gut vorstellen, dass die Tante in dem anderen Slum-Bezirk ist, weil sie da ihre Hoffnung versucht, dass sie dort Geld kriegt. Dass sie dort ihre 5 Gil kriegt. Das könnte ich mir auch noch relativ gut vorstellen. Dass man sagt, okay, passt, Digi, wir müssen unbedingt im Nebenbezirk vorbeischauen, weil da wird vielleicht irgendwo was sein. Da wird vielleicht gefightet. Da wartet sie auf uns. Irgendwas in der Richtung. Aber ich sehe immer gut, wenn man quasi trotzdem alles wieder aufs Neue aufdecken, weil man kann ja nicht wissen. Ey, wenn ich schon sehe, Alter, verschlingen oder irgendwas. Das taugt mir überhaupt nicht. Der Name verschlingen. Warte. Wie wir haben das. Mach dir einfach eine Heilung, der Hund. Depot ist das definitiv nicht. Ganz ja, einfach wieder. Nicht schlecht. Level 27. Achso, da waren wir. Das haben wir sehr geholt. Nein, wir können nicht da entlang. Das ist nicht so tragisch. Das ist überhaupt nicht so tragisch. Ich hab jetzt nur überlegt gehabt, so. Ich glaube, die wird safe im Nebenbezirk sein. Im nächsten Sektor. Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Aber wenn wir schon da sind, reden wir nochmal mit der Tante fix. Wenn wir schon da sind. Tut definitiv nicht weh. Und dadurch, dass wir hier auch noch eine Chocobo-Station haben, ist es sogar noch dezent oder noch ein bisschen Armor für uns. Was dann?
Ja, das mit der Selbstzerstörung, das ja, ist eh gut, wenn wir sie schleichen. Ja, würde ich auch sagen, ist eh besser. Ist definitiv besser. Sonst was zum Sammeln oder sonst, das gibt's nicht, gell? Nee, 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 sammeltechnisch gibt's nichts. Kiri erkennt man sofort. Sie ist das Mädchen mit den geringelten Strümpfen und dem schicken Hut. Mhm. Nur finden müssen wir's. Nur finden müssen wir's. Ich glaube, dass sie im anderen Bezirk sein könnte. Weil sie quasi vielleicht wieder die frohe Kundschaft verbreiten möchte. Sagen wir es so. Wenn jetzt da noch die Muckelstation, ja, wir sehen. Perfekt, perfekt. Die ist eh auch gleich da. Nutzen wir das aus. Weil beim Bahnhof ist sie mal nicht. Das haben wir mal abgecheckt. Da ist sie auch nicht. Da ist sie auch nicht. Dann müsste sie wahrscheinlich beim Walmart sein. Ja, fix. Dann muss sie irgendwo da sein. Meiner Meinung nach. Alles kann ich mir jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen, wo sie sonst sein sollte. Das ist es. Anders kann ich es mir jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen. Weil dass man sagt, okay, passt, dass sie quasi hier genau 1:1 das wieder weiterziehen möchte. Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Willst du wirklich nochmal zu Cornelio? Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Ah, das bin ich mir nicht. Klaus? Das muss ich mir nicht. Ich will nicht drüber reden. Wieso nicht die? Okay, sie hat auch wieder was für uns. Das ist eh super, das ist eh schön. Aber das ist eigentlich im Prinzip so, dass wir wieder zurückgehen. Aber die Tante? Was ist diese Tante? Die hat sie echt gut versteckt. Das wird wahrscheinlich so ein Ding sein. Du wirst einfach plötzlich randommäßig einfach plötzlich hier sehen, so wo du so denkst, so. Really, Diggi? Ist das euer Scheiß Ernst? Mhm. Gut zu wissen. Vielleicht irgendwo beim Kolosseum in der Nähe? Weißt du, viele Menschen? Gerade beim Markt? Muss man sagen, kennt das gesehen. Da vielleicht irgendwas am Start sein könnte? Das wundert mich aber, es wundert mich echt, dass man die relativ schwer findet. Das wundert mich halt jetzt ehrlich gesagt sehr. Hm. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Hm. Nicht wahr, oder? Das ist auch nichts. Ich würde gerne. Oh, da drüben ist es. Ist Corneo verschwunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da drin ist. Nicht wahr, oder? Plötzlich trainiert sie. Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre echt. Das würde ich feiern, Alter. Plötzlich trainiert die Alte da. Aber ich würde sagen, ab ins Kolosseum. Wir sind hier, ich würde das gern gleich ausnutzen mit dem Kolosseum. Gibst du mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Ich gönn mir mal. Bitte, danke. Seid der Rabatte, die gönnen? Gönnen, Bruder? Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber... Ich hol's mal auf. Ich hol's mal auf. Stücke verfügbar. Wenigstens haben wir sich das Ding auch gekauft. Mich würde es aber echt interessieren, wo die Tante ist. Ich bin echt. Das würde mich jetzt echt interessieren.